Hallo, ich bin James, James der Gärtner. Skulptur im Garten kann sehr schön sein, als Blickfang, als überraschig. Aber was ist, wenn man Skulptur mit dem Garten vereint? Werden wir herausfinden. Kommen Sie mit. Ich bin hier mit Matthias Saum, der diesen Garten, ich sage Garten in Anführungsstriche, gestaltet und gebaut hat. Matthias, du hast diesen Platz zugewiesen bekommen, du hast aber keinen Garten mit Pool, mit Grill, mit Pergola. Warum? Also da gibt es verschiedene Argumente, dass wir im Prinzip so gebaut haben, wie wir gebaut haben. A, wir haben natürlich jetzt schon die Formgebung vorgegeben. Man sieht es ja auch schon, wenn man jetzt mal von oben drauf schaut, es ist schon eine 8, kann man ja betiteln. Und B, sind natürlich auch Lasten ein großes Thema. Das heißt, es ist ja dieser Schwimmkörper, der alles tragen muss. Und dementsprechend mussten wir auch die kompletten Lasten ausrechnen und dann auch berücksichtigen, besser gesagt. Aber das ist kein Garten im klassischen Sinn, ein Garten, den man betreten kann. Das ist eher eine Skulptur, würde ich sagen. Genau, im Prinzip ist es ein Garten, der schön anzuschauen ist. Also wirklich als Objekt oder als Skulptur kann man ihn betiteln, ja, definitiv. Und einfach mal was anderes zu machen, das war unser Ziel. Okay, also es gefällt mir sehr gut. Aber wie funktioniert das Ereignis? Aus was besteht es erstmal? Also grundsätzlich haben wir natürlich erstmal die Form gehabt. Ja. Und dann ging es darum, in die Gestaltung, in den Entwurf einzugehen. So, daraufhin ist im Prinzip der Entwurf entstanden und dann geht es natürlich darum, zurecht, wie kann man es denn bauen? Wir haben dann alles bei uns in die CAD-Planungssoftware eingelesen. Aha. Und all das, was man hier sieht, besteht aus, ich meine, es sind 65 Einzelteile, die komplett angefertigt worden sind, also gerade mit Blechzuschnitt und Laser. Ja. Und dann dementsprechend wieder bei uns vor Ort dann aufgebaut worden ist und auch zusammengeschweißt worden ist. Also bei euch im Betrieb? Bei uns im Betrieb, genau. Okay. Also das kann man sich so vorstellen. Wir haben im Prinzip einmal den Abteil 1, nenne ich es jetzt mal, und den Abteil 2. Und die wurden dann nach und nach dann vor Ort dann wieder aufgebaut. Also wie ein großes Puzzlespiel. Okay, und das ist Stahl? Das ist alles Stahl, ist alles komplett grundiert und lackiert, sodass man einfach auch hier nochmal in der Farbgebung sich ein bisschen abhebt von dem Schwimmpendant. Okay, und hier wächst was? Genau. Es freut mich sehr. Was ist das? Welche Pflanzen hast du hier ausgewählt und warum? Also grundsätzlich, der Standort ist ja relativ oder sehr extrem, muss man ja sagen. Ja. Also hier regnet es, hier scheint mal 35 Grad die Sonne drauf. Also hier haben wir ja wirklich jegliche Witterung, die es eigentlich hier gibt am See. Dann schaukelt es noch hin und her, also wirklich ein Extremstandort. Und darum haben wir auch relativ uns einfach getan mit der Pflanzauswahl. Wie man jetzt hier sieht, haben wir jetzt eine Art Zorella und einen Sedum-Mix hier. Man kann es vielleicht auch so betiteln, dass wir eine Art Dachbegrünung aufgebaut haben. Also eine Spirale mit Dachbegrünung. Okay, also das könnte die Leute dann zu Hause verwenden für eben solche extremen Standorte. Genau. Zum Beispiel Dachbegrünung wäre das große Stichwort. Genau, richtig. Und was ist das für ein Substrat, wenn ich mein Dach begrünen möchte oder einen Trog? Was sollte ich oder mit was sollte ich den Trog befüllen? Also da geht es natürlich auch wieder um den Regelaufbau für einen Dachgarten oder Dachbegrünungssubstrat. Also gibt es auch verschiedene Hersteller, die nichts anderes machen, wie wirklich diese Substratherstellung. Und dementsprechend haben wir es auch hier ausgewählt. Okay, und das ist ein wasserspeicherndes Substrat? Ja, genau, richtig. Okay. Also A, natürlich die Wasserspeicherfähigkeit, dass man auch hier jetzt bei großer Hitze natürlich, oder die Pflanzen bei großer Hitze wieder rückführend Wasser ziehen können. Okay, und diese Pflanzen, die sind relativ ordentlich im Erscheinungsbild. Also sie wuchern nicht, sie werden nicht hoch. Das war deine Absicht, dass die Pflanzen der Form des Skulpturs folgen. Genau, richtig. Also Ziel war es natürlich, dass wir unsere Spirale, also die Konstruktion, natürlich im Vordergrund halten. Ja. Wenn ich jetzt hier natürlich höher gegangen wäre mit der Bepflanzung, wäre es relativ unordentlich bzw. unübersichtlich geworden. Und so wollten wir einfach mit der niederen Dachbegrünungsbepflanzung einfach die Formstruktur komplett wieder aufarbeiten oder wiedergeben. Okay, und hier in der Mitte? Das ist unser Herz, also unser zweites Herz. Neben unserer Wasserschale haben wir natürlich einen wunderschönen Blumenhartriegel in Cornus causa satomi in der Sorte. Und auch hier natürlich war es uns sehr, sehr wichtig, auch
einen abstrakten Habitus natürlich zu pflanzen. Und das haben wir auch hier mit diesem Kornus auch geschafft. Und natürlich mit der wunderschönen, ja, weiß, zartrosa Blüte ist natürlich ein absolutes Augenmerk und natürlich gerade die richtige Zeit in der Blüte hier. Ja, aber das ist irgendwie so eine Allzweckwaffe, weil man hat die Blüte für eine begrenzte Zeit, aber dann die Form ist auch schön, ja, diese Vertikale. Genau, also mir gefällt es auch sehr gut, weil hier einfach natürlich, sie hat ein Statement, das muss man ganz ehrlicherweise sagen. Also wenn die Blüte vorbei ist, ist zwar immer schade, selbstverständlich, aber einfach auch durch die Formgebung, durch die Verzweigung hat sie natürlich ein absolutes Statement auch im Garten, also im normalen Gartenbereich, jetzt nicht nur hier in unserer Spirale. Und ja, ich versuche mir vorzustellen, wenn man hier ein Kirschlorbeer gepflanzt hätte, so ein Blob in der Mitte, das hätte überhaupt nicht die gleiche Wirkung, oder? Wäre sicherlich gegangen, ja, aber ich denke, die Wirkung wäre eine ganz, ganz andere und so haben wir einfach eine viel, viel frischere, viel, viel jugendlichere Wirkung als jetzt, ja, in Klammer, der gemeine oder normale Kirschlorbeer. Okay, ja, jugendliche Wirkung, das ist ganz wichtig für die Leute zu Hause, jugendliche Wirkung. So, du hast von einem zweiten Herz gesprochen, vielleicht gehen wir da drüben. So, was hast du da eingeplant und warum? Also wir sehen natürlich jetzt, vielleicht nochmal zurückzukommen im Gesamten, so die Spirale, die Unendlichkeit, die liegende Acht, hat ja eine ganz, ganz, ja, heilige Wirkung, nenne ich jetzt mal. Und in der Mitte haben wir natürlich so die Wasserschale, die ganz, ganz eben und ganz minimal blubbert. Und so als Herz nochmal anzusehen und einfach vielleicht auch, jetzt möchte ich mal ganz weit greifen, so als Wiege des Lebens in Verbindung mit der Unendlichkeit. Okay, ja, das gefällt mir. Und es leuchtet, also es fängt das Licht. Hier in der Mitte. Genau, einfach hier auch nochmal die Reflexion, die Sonne wird natürlich auch noch mit eingefangen, reflektiert natürlich zurück und gibt einfach nochmal ein Stück Wärme zurück an den Garten oder auch den Besuchern. Okay, es gibt aber ein Untergeschoss sozusagen und das sieht ganz anders aus. Was ist da los? Also hier haben wir uns ganz, ganz stark, oder wollten wir uns ganz, ganz stark abheben, natürlich von dem ganz, ganz ebenen Bereich im oberen Geschoss, nenne ich es jetzt mal, und unten wollten wir einfach so eine Art, kann man es vielleicht Dschungelcharakter nennen, also eine ganz, ganz wilde und auch hier wieder eine ganz, ganz frisches Grün mit reinbringen, dass man auch hier in Begleitung von diesen Wassersprudlern einfach was entdecken kann, was sehen kann, Höhen sieht, verschiedene Habitusse der Pflanze und natürlich auch verschiedene, ja, Blüten auch, dass das einfach eine Abwechslung nochmal gibt von diesen zwei Sorten oben. Hin zu der Vielfalt nach unten. Okay. Wir haben hier Funkien zum Beispiel, diverse Farne. Genau. Die Pflanzen, die haben Blüten, aber im Moment blüht nichts, aber das macht nichts, weil das Laub trägt die Interesse oder bietet die Interesse definitiv an, oder? Definitiv. Einfach auch das Grün. Also für mich ist es persönlich ein sehr, sehr schönes Grün, weil es einfach auch hier wieder ein ganz leichtes Grün ist. Also es drückt nicht komplett, sondern es ist einfach nur ein bisschen erhaben und einfach auch wieder frisch. Und das war uns einfach wichtig, einen sehr, sehr frischen Charakter auch mit reinzubringen. Und diese, das sind Hirschzungenfarne, oder? Genau, nicht? Richtig. Ja. Genau, jawohl. Mit den leicht glänzenden Blättern, die fangen wieder das Licht, reflektieren. Genau, und einfach in Verbindung mit den anderen Farnsorten. Einfach, wie gesagt, die Vielfalt war uns ganz wichtig. Und müssen natürlich auch hier wieder an diesen wieder Extremstandort natürlich wieder angepasst sein. Ja. Und natürlich in Verbindung mit unseren Wassersprudler, die natürlich auch hier symbolisch den Garten bzw. die Spirale tragen und auch formen. Also diese Skulptur darf hier nicht bleiben, habe ich das richtig verstanden? Irgendwann wird es abgebaut? Genau, leider, ja. Leider. Wo würdest du dieses Skulptur gerne sehen? Wo gehört es hin? Also ich sehe diese Skulptur oder diese Spirale wirklich in einer großen Freifläche, völlig für sich allein stehen. Vielleicht können auch noch ein, zwei Sträucher oder Bäume in Begleitung sein, definitiv ja. Aber wirklich als reine Solitärskulptur sehe ich die in einer ganz großen Freifläche, dass sie einfach die Wirkung wieder hat, wie wir sie auch hier in der Weite des Sees haben. Also eine ganz tolles Ereignis. Ich kann es nur als Ereignis beschreiben. Ich hoffe, dass du deine Freifläche kriegst. Ich hoffe es auch, ja. Ich hoffe, ich suche noch, jawohl. Ja.
weil das ist wirklich großartig und es passt wunderbar in diese Umgebung, klar. Ja. Aber ein riesengroßen Entwurf und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns das zu zeigen. Sehr, sehr gerne sogar. Sehr, sehr gerne. Falls Sie Fragen zu schwimmenden Gärten haben oder sonstige gärtnerische Themen haben, dann schreiben Sie bitte unten in den Kommentaren. Und wenn Sie weitere Filme von uns sehen möchten, dann klicken Sie links, rechts, überall. Die sind alle da, Sie müssen nur draufklicken. Also bis zum nächsten Mal und tschüss.